Ich grüße dich, schön, dass Sie oder du eingeschaltet habt. Ja, ich finde es halt irgendwie eigenartig, der November. Und ich frage mich heute noch, wie schaffe ich es eigentlich, dass ich nicht krank werde? Das ist die einfachste Lösung. Oder wenn ich mal Halsweh habe. Es ist unvermeidbar und so. Natürlich gilt der Regelsatz: Hast du Kopfweh, nimm Domperidin, in 15 Minuten ist das alles weg. Wenn du Halsweh hast, ja, Vicks Warburup würde ich sagen, aber ich habe mal Vicks Warburup genommen, hat irgendwie bei mir keine Wirkung gezeigt. Es gibt noch eine Alternative, die heißt, lieber YouTuber David HauptTV, wenn Sie krank sind und Ihnen Medikamente nicht helft, besorgen Sie sich im Supermarkt Eukalyptuszuckerln oder auch Airwaves Eukalyptus oder die scharfen Wasabinüsse Chips und so. Oder einen Ingwer-Zitronentee, besser gesagt, viele Ingwer-Shots, weil je mehr man davon trinkt und räuspert, umso besser wird es. Ich hatte im Jänner vor einem halben Jahr fast, meinte ich, also vor 9 Monaten, oder? Nee, vor 10 Monaten war das. Da hatte ich mal keine Stimme gehabt, ich habe mich angehört wie ein Blecheisen. Da habe ich mir dann persönlich mindestens 7 bis 8, wenn nicht sogar 10 Ingwer-Shots gekauft, getrunken. Also nicht alle auf einmal hintereinander. Ich habe schon eine halbe, dreiviertel Stunde abgewartet. Und ungefähr in so 10, 12 Stunden war dann der ganze Ingwer-Shot bei mir im Körper. Und ja, siehe da, 2 Tage später hatte ich wieder meine Stimme zurück. Aber ich bin den Menschen nicht böse, wenn sie krank werden. Das ist nicht dessen Fehler. Das ist der Fehler des Herrgotts da oben. Und der Motto. Und ich zeige euch noch was. Ich weiß, das sind keine richtigen Nasentropfen. Das sind Allergietropfen. Ach so. Ich weiß, beim Video macht man das nicht, das Raufziehen. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, ich verwende eigentlich mein Allergodil, heißen die. Die verwende ich eigentlich auch immer. Sind eigentlich Allergienasentropfen für den Sommer. Aber ich weiß, dass diese anderen Nasentropfen, die ich mal bekommen habe vom Hausarzt, nichts geholfen haben. Die haben das Problem eher verschlimmert. Eigentlich müsste ich wirklich, aber ich mach's nicht, zu jeder hübschen Frau nach Hause fahren und fragen: Brauchst du irgendetwas? Soll ich dir was aus der Apotheke oder besser gesagt vom Supermarkt holen? Aber ich mache das nicht, weil ich möchte nicht hier so noch mehr punkten. Und ja, jeder wird mal mega krank. Und ich möchte die Personen nicht alle kränken, die krank sind. Die können ja schließlich nichts dafür, wenn der Herrgott hier seinen Zorn an die Herren und Damen da ausprägt. Aber nochmal. Irgendwie mache ich was richtig, dass ich Krankenstände, so wie mir geht Scheiße, vermeide. Irgendwas mache ich da. Und seid's mir bitte nicht böse. Jeder Mensch hat irgendetwas. Und es ist nicht schlimm, wenn man über Krankheiten spricht und so. Angefangen Allergie, Übelkeit.
Gewicht und so weiter und so fort. Und noch ein kleiner Ratschlag für alle, nicht namensmäßig. Menschen dürfen nicht gezwungen werden, oder besser gesagt, zum Arzt gepeitscht werden unter dem Motto, wir brauchen dringend eine Gesundenuntersuchung. Jeder Mensch, der seines Gewissen und Wissen ist, der geht selber zu seinem Onkel Doktor und sagt, ich will dies, ich will das. Also, ich verwehre mich bei solcher Sache, weil dass ich etwas mit dem Gewicht, etwas habe, da kann ich persönlich nichts dafür. Da müssen diejenigen, die wegen mein Gewicht herumreiten, am Friedhof gehen und sagen, liebe Frau Mama und lieber Herr Papa, Sie haben einen dicken Sohn, den müsste man sich anschauen. Also so stelle ich mir bitte keine Unnettigkeit vor, weil es hat mir schon in meinem jungen Alter von 22 Jahren gereicht. Bei der Damensuche, da hat man auch so ähnlich auf mich herumgeritten und das muss ich nicht haben. Weil ich mache das nämlich auch nicht. Ich gehe auch nicht auf Frauen los, die mollig, dünn oder zu dünn sind, los, weil es sich einfach nicht gehört. Und ja, ich möchte da nicht viel herumschnacken hier, weil ich finde es einfach nicht toll. Und da rede ich nicht namenmäßig, ich rede es im Allgemeinen, weil Menschen haben es nicht verdient, hier irgendwo hingepeitscht oder hingejagt zu werden. Weil ich würde auch nicht zu einer sehr, sehr mageren Frau sagen, bitte checken Sie sich mal durch, Sie sind mir zu schlank. Es mache ich nicht, weil ich als Mensch weiß, es gehört sich auch nicht, weil wenn man bei einem Menschen den falschen Zeitpunkt erwischt, kann es dann irgendwann vorkommen, dass der oder die einmal laut herumschreit und sagt, lasst's mir in Ruhe, es geht euch nichts an. Aber ja, ich wünsche euch noch was. Habe die Ehre.